Heute beleuchten wir mal Proteinshakes, Eiweißshakes und ob du sie wirklich brauchst und auf was, dass du achten darfst und vor allem auch, welche verschiedenen Formen es gibt. Es gibt nämlich mittlerweile unzählige auf dem Markt und das werden wir die nächsten Minuten einfach mal beleuchten, inklusive natürlich meiner Empfehlung. Starten wir zunächst einmal damit rund ums Thema Eiweiß einige grundlegende Informationen. Eiweißprotein ist ja dasselbe, verwende ich hier entsprechend synonym. Und Eiweiß ist im Endeffekt ein Molekül, was ganz, ganz viele Aminosäuren enthält. Und Aminosäuren sind die Baustoffe von allem, was wir in unserem Körper und an unserem Körper haben. Das heißt, jede Zelle in unserem Körper besteht aus der Zusammensetzung von verschiedenen Eiweißen. Sei es jetzt Haare, die ich nicht mehr habe, sei es jetzt Fingernägel, sei es jetzt Immunzellen, Muskelzellen, sei es jetzt Hormone, alles besteht im Endeffekt aus Aminosäuren und diese Aminosäuren sind die Baustoffe von Eiweißen. Der Körper produziert unsere Eiweiße in den Ribosomen und baut daraus diese Eiweißstrukturen, die werden dann noch gefaltet und können dann im Nachgang im Körper ihre Funktion erfüllen, je nachdem, wo sie gebaut werden, was damit passiert. Es sind natürlich noch ein paar komplexe biochemische Vorgänge hinten dran, was DNA-Ablesung und so weiter angeht, soll uns an dieser Stelle allerdings erstmal nicht interessieren. Nur damit der Körper jetzt entsprechend diese Strukturen aufbauen kann, braucht er natürlich die Aminosäuren bzw. respektive viel Eiweiß. Und genau darum geht's. In der Presse wird ganz gern suggeriert, dass wir Menschen viel zu viel Eiweiß zu uns nehmen. Und manche Menschen vergessen dann, dass in der Presse ein Eiweiß auch eine Tiefkühlpizza mit Salami sein kann oder die Currywurst oder sonstige Dinge, die einfach mal ein bisschen was an Eiweiß enthalten. Und das wird dann in einen Topf geschmissen mit der Bärchenwurst aus dem Discounter, genauso mit dem Bio-Weiderind oder Bio-Geflügelsteak, genauso mit vielleicht anderen Eiweißquellen aus vegetarischer oder veganer Quelle. Und das ist dann das, was in der Presse ankommt. Und ich erlebe in meinem Alltag leider immer wieder, dass Eiweiße oder die Eiweißversorgung von fast allen Menschen deutlich zu wenig ist. Lässt sich relativ einfach im Labor im Blutbild anschauen. Und wenn ich mir dann anschaue, was ein Optimum wäre und was viele Menschen haben, da ist vielleicht 2%, die wirklich gut versorgt sind. Die meisten anderen sind hier deutlich zu wenig versorgt. Und das Wichtige ist ja eigentlich nicht das Eiweiß oder die Eiweißmenge in unserem Körper, sondern die Aminosäuren und die Versorgung, vor allem mit allen wichtigen, den sogenannten essentiellen Aminosäuren, weil die braucht der Körper zwingend, um überhaupt irgendwas bauen zu können. Andere Eiweiß- bzw. Aminostrukturen sind nicht unbedingt essentiell, die kann der Körper wieder selbst herstellen. Und genau darum geht es. Wir brauchen einfach ausreichende, optimale Mengen an Eiweiß, damit wir auch genügend Aminosäuren aufnehmen, damit der Körper optimal funktionieren kann. Die gängige Empfehlung von irgendwas um die 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist leider schon relativ niedrig gegriffen. Ich tendiere dazu, einfach deutlich mehr Eiweiß anzustreben. Mehr bedeutet in dem Fall mindestens 1 Gramm Eiweiß, eher 1,2 Gramm für Menschen, die, ich sag mal, einen gechillten, entspannten Lebensstil haben. Bürojob und kein Stress. Hast du eine Tätigkeit, wo Bewegung dabei ist? Hast du vielleicht auch viel Stress? Hast du sonstige Dinge, die den Eiweißbedarf erhöhen? Machst zum Beispiel viel Sport? Und dann darf es natürlich gerne mehr sein. Also hier zwischen 1,5 und 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht ist dann schon ein guter Richtwert, an den du kommen darfst. In Ausnahmefällen kann es natürlich auch mal über die 2 Gramm Eiweiß gehen, je nach Ernährungsform, je nachdem, was natürlich auch dein individuelles Ziel ist. Und die Vorteile von Eiweiß sind natürlich ganz klar, der Körper arbeitet damit, braucht es für alle Strukturen in unserem Körper und natürlich hilft Eiweiß auch als Sättigungsgefühl. Eiweiß braucht einfach mehr Energie beim Verdauen, beim Verstoffwechseln und beim Aufspalten der einzelnen Bestandteile. Das heißt, hier ist der Energieaufwand deutlich höher. Und dazu kommt, dass der Körper letztendlich Hunger hat nach diesen Aminosäuren. Und wenn diese Aminosäuren von der Menge her gestillt sind und dann hast du dadurch auch ein erhöhtes Sättigungsgefühl. Das heißt, viel Eiweiß hilft dadurch auch deutlich weniger
weniger Energie zuzuführen und auf der anderen Seite länger gesättigt zu bleiben und deine Muskulatur zu erhalten, schlank zu werden, schlank zu bleiben. Deswegen ist Eiweiß einfach so maximal wichtig. Und für eine Eiweißversorgung brauchst du entsprechend die Eiweißquellen. Natürlich die aus der Ernährung sind die erste Wahl. Da können es natürlich tierische Dinge sein, wenn die Qualität passt, wie ein Bio-Weiderind zum Beispiel oder ein Bio-Geflügel oder ähnliches. Ernährst du dich vegetarisch, auf jeden Fall Eier mit integrieren. Ziegenkäse, Schafskäse, Produkte können hier eine gute Wahl sein und bei veganer Ernährung darfst du dir gerne Gedanken machen, weil das Profil an Aminosäuren ist bei veganer Ernährung teilweise recht schwierig. Also in den pflanzlichen Produkten sind teilweise nicht alle Aminosäuren enthalten oder in einem Verhältnis, was nicht optimal ist. Hier findest du zum Beispiel im Pseudogetreide ganz gute Quellen. Bei Hülsenfrüchten bin ich immer etwas kritisch, weil die für manche Menschen im Darm Beschwerden verursachen können. Stichwort sind hier Lektine. Können trotzdem für Menschen, die sie vertragen, gut zubereiten, auch eine gute Eiweißquelle sein. Also hier primär natürlich Fokus auf die Ernährung. Bei der Ernährung darf Eiweiß ein großer Baustein sein und natürlich dann darüber hinaus gerne ergänzt mit den Proteinshakes, auf die wir jetzt im Detail eingehen. Typische Proteinpulver, die du häufig bekommst, sind Whey-Protein, Casein-Protein, Kollagene oder auch natürlich vegane Formen. Manche sind auch wiederum etwas kombinierter, dass sie verschiedene Formen miteinander verbinden und werde dir jetzt einfach mal die Vorteile der verschiedenen Formen aufzeigen. Ein Whey-Protein oder auch ein Molkeprotein ist in der Regel aus Kuhmilch produziert und hergestellt. Das heißt, hier wird im Verarbeitungsprozess von der Milch bis hin zu Käse wird einfach diese Molke abgesondert, wird entsprechend verarbeitet und daraus entsteht dann dieses Whey-Protein. Whey-Protein gibt schon Ewigkeiten, gab es glaube ich schon in den 70ern, wo das Ganze erfunden wurde, kommt natürlich recht viel auch aus der Bodybuilding-Szene. Und ein Whey-Protein hat den Vorteil, dass es relativ schnell verfügbar ist und dass es eine sehr gute Wertigkeit hat. Wertigkeit bedeutet die Zusammensetzung der Aminosäuren, die hier in so einem Whey recht hochwertig ist. Und das Leucin ist da sehr gut vorhanden. Leucin ist eine der Aminosäuren, die auch für den Muskelaufbau wichtig sind. Deswegen ist es auch seit, wie gesagt, Ewigkeiten in Fitnessstudios, in Bodybuilding-Studios gerne verwendet, um direkt nach dem Sport durch die schnelle Verfügbarkeit hier den Muskelaufbau zu unterstützen. Ist natürlich auch ein bisschen Marketing dabei, dennoch ist ein Whey-Protein nach dem Sport einfach eine recht sinnvolle Sache, weil es wie gesagt dem Körper schnell zur Verfügung steht. Es enthält natürlich alle essentiellen Aminosäuren in einem sehr guten Verhältnis, weil es entsprechend aus einem tierischen Produkt kommt, wo hier die Verhältnisse generell sehr sinnvoll sein können. Ist auch recht schnell verdaulich, ne? Die meisten Menschen vertragen es auch ganz gut. Das nächste Protein, Eiweiß, was du regelmäßig bekommst in vielen Formen und Varianten, ist das Casein. Casein ist auch schon ein Proteinpulver, was aus dem Bodybuilding bekannt wurde und das ist so als Overnight-Versorgung gedacht, ja, weil damals die Bodybuilder immer gedacht hatten, wenn sie in der Nacht zu lange schlafen und dann fehlen dem Körper Aminosäuren und dann gehen gleich die Muskeln kaputt, was natürlich so schnell nicht funktioniert. Dennoch, die Eigenschaft von Casein ist einfach, dass Casein relativ langsam verdaut wird, langsam verstoffwechselt wird. Das heißt, die Aminosäuren werden dadurch entsprechend auch eher verzögert an den Körper abgegeben und hat dadurch eben den Vorteil, dass es den Körper über einen längeren Zeitraum mit den Aminosäuren, mit Eiweiß versorgen kann. Deswegen kann es tatsächlich über Nacht sinnvoll sein, wenn du zum Beispiel in der Aufbauphase im Sport bist und auf der anderen Seite im Alltag kann es sinnvoll sein, um einfach auch lange ein Sättigungsgefühl zu erhalten. Vor allem, wenn vielleicht dann auch zwischendurch wenig Möglichkeiten sind, um Eiweiß in irgendeiner Form zu essen oder nachzulegen. Und Casein hat allerdings auch einen großen Nachteil, weil Casein in vielen Fällen aus Kuhmilch gewonnen wird und das Kuhmilch-Casein, dieses Eiweiß-Casein aus der Kuh, ist das sogenannte A1-Casein. Das heißt, hier liegt eine Form vor, für die für viele Menschen nicht optimal geeignet ist, weil hier in dieser Caseinform des A1-Casein den Darm, die Darmwand, die Darmschleimhaut schädigen kann. Das heißt, hier wird bei hohem Konsum entsprechend die Darmschleimhaut abgebaut und das kann zu Verdauungsstörungen führen. Und wie du vielleicht aus anderen Quellen bei mir weißt, ist ja der Darm als Zentrum der Gesundheit maximal wichtig. Schädigst du den über einen hohen Konsum von diesem A1-Casein und dann kann das schon Probleme mit sich bringen, die sich anderweitig auswirken. Viele kennen das auch, gerade Bodybuilder, da wurde früher ganz, ganz gern auch oft auf Blähungen hingewiesen, wenn sie viel von diesem Casein verzehrt haben und das war oft natürlich ein Symptom, was auf den Caseinverzehr zurückzuführen ist.
Dennoch gibt es heutzutage nicht nur das A1-Casein von Kuhmilchprodukten, sondern auch ein A2-Casein. A2 bedeutet, dass hier einfach eine Aminosäurenstruktur innerhalb von diesem Protein anders gesetzt ist. Und dieses A2-Casein bekommst du zum Beispiel aus Ziege- oder Schafsprodukten. Diese Ziege- und Schaftiere, die haben entsprechend eine andere Zusammensetzung, sind noch weniger verändert in der Zusammensetzung des Proteins. Und dadurch sind diese besser. Es gibt wenige Kuh- oder Rinderrassen, die dieses A2-Casein produzieren. Ich glaube, so im Weltmarkt sind es 2-5%, so die Größenordnung. Also wenn du das Glück hast und zufällig einen Bauern hast, der zufällig diese Rinderrasse hat, diese würden dann entsprechend auch ein A2-Kuh-Casein produzieren. Ist allerdings eher die seltene Ausnahme und wird dann wahrscheinlich auch deutlich auf der Verpackung zu finden sein. Deswegen, bis du sowas hast, empfehle ich auf jeden Fall, wenn du die Vorteile von einem Casein nutzen möchtest, benutze ich ja vielleicht eher ein Casein aus einer Ziegenproduktion, aus der Ziegenmilch. Und dann hast du auch die Vorteile und vor allem auch die Aminosäurenversorgung dadurch. Seit einigen Jahren gibt es auch Kollagenprotein. Kollagen habe ich recht ausführlich in einem eigenen Video beschrieben. Das habe ich dir hier oben nochmal verlinkt. Und Kollagen hat einfach die Bewandtnis, dass Kollagen das Eiweiß ist, was wir mengenmäßig im Körper am häufigsten haben. Das heißt, die meisten Strukturen sind einfach Kollagene. Kollagene sind Bindehautstrukturen, also alles, was irgendwo mit Faszien, Sehnen, Bänder oder rund um Gelenke zu tun hat. Auch jeder Knochen hat eine ganz, ganz dünne Kollagenschicht außenrum. Jeder Muskel ist in so einer Art Kollagenstrumpf, nenne ich es gerne mal, verpackt. Und diese Verpackungsstrukturen, die auch verschiedene Organe mit umschließen oder auch direkt an der Haut unten drunter liegen, die sind natürlich für verschiedene strukturelle Baustoffe ganz, ganz wichtig. Dennoch ist Kollagen früher ganz gern gemieden worden, galt so als Abfallprodukt. Und die letzten Jahre gab es entsprechend verschiedene neuere Untersuchungen, Studien, die gezeigt haben, wie wichtig Kollagen für uns sein kann. Und Kollagen ist für mich einfach so ein universelles Proteinpulver, was da ganz sinnvoll sein kann. Jetzt weniger im Rahmen von Sport, sondern eher für eine allgemein gute Versorgung. Kann auf der anderen Seite allerdings auch die Regeneration beschleunigen. Das heißt, wenn du vielleicht hier wirklich verschiedene auch nutzen möchtest, kann direkt nach dem Sport ein Whey, wie vorhin genannt, sinnvoll sein. Und vielleicht ein paar Stunden später oder am Abend dann ein Kollagen, um hier den Körper bei der Reparatur von diesen Bindegewebstrukturen zu unterstützen und gut zu versorgen. Kollagen können wir natürlich über die Ernährung ganz gut aufnehmen, machen allerdings die wenigsten heute, weil Kollagen ist in tierischen Produkten enthalten, ausschließlich in tierischen Produkten, und diese findest du rund um Knochen, und die wenigsten Menschen verzehren heute Knochen, die du zum Beispiel in Form von einer Knochenbrühe zu dir nehmen könntest, oder manche Menschen, wenn sie zum Beispiel ein halbes Hähnchen essen und da noch Knorpelstrukturen abkauen, machen natürlich auch die wenigsten Menschen heute, weil ja häufig dann auch eher das Hähnchenbrustfilet zum Beispiel gegessen wird, wo natürlich gar nichts mehr an Knochen enthalten ist und diese Strukturen dann nicht mehr vorhanden sind. Und wie gesagt, eine Knochenbrühe wäre sinnvoll, ist allerdings recht aufwendig, das selbst herzustellen. Das heißt, hier brauchst du die Knochen, darfst diese dann rund 20 Stunden kochen und dann verwenden. Meine Großmutter hat es noch gemacht. Heute ist es leider eher die Ausnahme, dass es Menschen noch selbst machen. Und ich packe dir mal unten in die Empfehlung eine Knochenbrühe rein, die wirklich in Bioqualität und noch traditionell hergestellt zur Verfügung steht. Kannst du zum Beispiel jeden Tag trinken. Ansonsten finde ich das Kollagen als Pulver sehr, sehr sinnvoll, weil es sehr fein ist und auch geschmacksneutral. Das heißt, du kannst es auch relativ einfach in verschiedenen Lebensmitteln mit einbauen, integrieren, zum Beispiel auch in einen Kaffee reinrühren oder in irgendwo Joghurt, Müsli mit integrieren, ohne dass du hier geschmackliche Nachteile hast. Deswegen kann Kollagen eine sinnvolle Sache sein. Wie gesagt, schau dir gerne hier das separate Video nochmal an. Und so viel zu Kollagen. Kommen wir nun zu den tierfreien Produkten, nämlich ein veganes Proteinpulver. Hier gibt es natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Formen, die wir kurz beleuchten, weil natürlich die Kombination sehr, sehr vielfältig sein kann. Und gehen wir mal auf das Sojaprotein ein, was wahrscheinlich am längsten auf dem Markt ist und am weitesten verbreitet ist. Sojaprotein, bin ich kein Freund davon, würde ich generell davon abraten, weil Soja durch die Produktion meistens recht belastet ist mit Aluminium. Die Phytoöstrogene sind ja recht kontrovers diskutiert, auch in verschiedenen Studien kontrovers. Aus Sicherheitsgründen würde ich das weglassen. Auch der Lektinanteil, das heißt auch wieder die Pflanzenschutzstoffe, die unseren Darm angreifen können, sind bei Soja relativ hoch.
Dennoch wäre das Eiweißprofil von Soja relativ gut für uns Menschen geeignet. Dennoch eben aus den genannten Gründen empfehle ich ein Sojaprotein nicht. Und dann gibt es noch ganz viele andere Formen mit Reis, mit Bohnen, teilweise auch mit Hanf ist ganz gern vieles kombiniert. Und diese Kombination von verschiedenen pflanzlichen Quellen, die kann insofern sinnvoll sein, weil die Pflanzen natürlich eine andere Struktur der Aminosäuren haben, die meistens als alleiniges Profil nicht optimal für uns Menschen verfügbar ist. Das heißt, wir sind ja eigentlich im Prinzip das gewohnt, mehr oder weniger, oder nutzen ganz gern die Aminosäuren, die im tierischen Protein, unserem eigenen Protein, recht ähnlich sind und damit die Aminosäurestruktur auch relativ ähnlich ist. Und nutzen wir jetzt ein reines Hanfprotein zum Beispiel, hast du da zwar auch alle essentiellen Aminosäuren, allerdings ist das Verhältnis so, dass der Körper es nicht optimal nutzen kann. Auch ein reines Reisprotein ist in vielen Fällen nicht optimal, weil auch hier die Struktur wieder anders ist. Wenn es die verschiedenen veganen Formen, die Quellen an Aminosäuren hier gut kombiniert, sinnvoll kombiniert, und dann hast du hier wieder eine Wertigkeit, das heißt die Aminosäuren, die dann wieder sehr, sehr gut unserem Körper zur Verfügung stehen, und nur diese Kombination macht es in vielen Fällen dann sinnvoll, ein veganes Proteinpulver zu nutzen. Wenn du zum Beispiel eine Intoleranz gegenüber dem einen oder anderen Stoff hast oder eine Unverträglichkeit gegen den tierischen Produkten oder dich entsprechend vegetarisch bzw. vegan ernährst, sind diese veganen Proteinpulver sicherlich eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung oder Alternative. Und die empfehle ich dann in dem Fall. Ansonsten ist die Wertigkeit bei, wie gesagt, anderen tierischen Quellen meistens ein bisschen höher. Und ansonsten diese vegane Sache, wenn sie sinnvoll kombiniert sind, dann kann das natürlich auch hier eine sehr, sehr gute Quelle sein an Eiweißpulvern bzw. einer Versorgung. Noch ein paar Takte zu Aminosäuren. Es gibt auch auf dem Markt ganz viele Aminosäurenprodukte in Pulverform, in Kapselform, in Presslingerform. Und hier hast du in der Regel die 8-9 essentiellen Aminosäuren oder teilweise auch in anderer Kombination, zum Beispiel das BCAAs, die verzweigkettigen Aminosäuren, die speziell für den Muskelaufbau relevant sind. Und diese Produkte gibt es natürlich auch, die auch sehr, sehr sinnvoll sein können. Und gerade bei vegetarisch-veganer Ernährung empfehle ich häufig die Versorgung mit essentiellen Aminosäuren, damit sichergestellt ist, dass der Körper ja auch wirklich alle Baustoffe bekommt, die er wirklich braucht. Und da können diese essentiellen Aminosäuren von Vorteil sein. Weiterer Vorteil von essentiellen Aminosäuren ist, dass hier die Verstoffwechslung deutlich schneller geht, weil die in reiner Form vorhanden ist. Das heißt, der Körper braucht diese Eiweiße nicht erst aufspalten in Einzelaminosäuren, sondern die liegen schon direkt vor, können also schneller, einfacher verstoffwechselt werden, was gerade nach dem Sport zum Beispiel von großem Wert sein kann. Auch die überschüssigen Kalorien, die manchmal bei verschiedenen Eiweißpulvern mit enthalten sind, einfach durch die Strukturen, die um diese Aminosäuren herumgelegt sind und verarbeitet werden dürfen, die bringen natürlich auch Energie mit sich, was bei reinen Aminosäuren nicht der Fall ist. Das heißt, hier können auch reine Aminosäuren noch eine ganz gute Ergänzung sein. Ich persönlich nutze übrigens auch alle verschiedenen Formen der Proteinpulver und eben auch essentielle Aminosäuren und rotiere da immer mal durch, beziehungsweise je nachdem, was mein Tag so mit sich bringt. Mache ich Sport, mache ich wenig Sport, habe ich Stress, esse ich Fleisch, esse ich kein Fleisch, und dann habe ich da immer verschiedene Anwendungen, um mich dabei zu unterstützen. Und allgemein, was für fast alle Proteinshakes, Pulver auf dem Markt gilt, es ist leider sehr, sehr viel Mist auf dem Markt, und ich gehe seit Jahren zum Beispiel auch auf die Fitnessmesse, und da gibt es eine ganze Halle nur für Nahrungsergänzungsmittel, und allein die Shakes, die es dort gibt, das sind teilweise etwas längere Zutatenlisten drauf. Deswegen allgemein, egal ob vegan oder aus tierischer Produktion Quelle, ist dann für dich wichtig, achte auf die Qualität. Es gibt viele, die entsprechend für Konsistenz, für Geschmack, für Cremigkeit, für was auch immer, da ganz viele Zusatzstoffe drin haben, teilweise natürlich auch jede Menge Aromen, künstlicher Form oder was auch immer. Teilweise sind verschiedene Arten von Zucker zugesetzt, die dazu führen sollen, dass diese Eiweiße schneller in die Zellen gelangen und so weiter. Und daher meine Empfehlung für dich, achte darauf, dass die Produkte möglichst clean sind. Das heißt, dass die Ausgangssubstanz hervorragend ist, möglichst hochwertig, und dass dem Produkt, dem eigentlichen Eiweiß, hier möglichst wenig Zutaten zugesetzt sind.
sagen wir mal, wenn es zwei, drei Stoffe sind, vielleicht natürliches Aroma, vielleicht etwas Stevia zum Süßen, ist das absolut okay. Ansonsten gibt es zum Beispiel Kollagenprodukte, die reines Kollagen enthalten und ansonsten keine weiteren Produkte. Genauso auch bei Casein oder Whey, die können auch komplett clean sein, beziehungsweise ohne irgendwelche Geschmacksstoffe drin. Und dadurch lassen sie sich auch vielfältig natürlich anpassen. Auch bei den veganen Produkten, die teilweise einen Eigengeschmack mitbringen, kann so ein Aroma teilweise Sinn machen. Achte dabei dann natürlich darauf, dass hier keine sonstigen Zusatzstoffe drin sind. Ja, also wenn du viele E-Nummern findest oder diverse Dinge, die du vielleicht nicht unbedingt haben möchtest oder auch gar nicht kennst, dann meide diese Produkte. Ich verlinke dir unter dem Video gerne mal einige meiner Lieblingsprodukte und schau mal, dass du vielleicht auf diese ausweichst bzw. schaust, welche du nutzt. Und wie gesagt, ich nutze ganz gerne auch verschiedene daheim, je nach Anwendungszweck, was dann da von Relevanz ist. Gerade bei Kollagen zum Beispiel kann es ein Bio-Weiderind deutlich sinnvoller sein als ein reines Kunstprodukt. Bei Whey, Casein natürlich auch hier, achte auf die Herkunft der verschiedenen Eiweißquellen. Und wann machen welche Proteinpulver Sinn? Wie gesagt, ich rotiere sie ganz gern durch und nutze verschiedene im Alltag. Ein Whey-Protein ist zum Beispiel nach dem Sport recht sinnvoll, weil es entsprechend schnell verstoffwechselt werden kann und die Aminosäuren schnell zum Muskelaufbau zur Verfügung stehen. Ein Casein hingegen, da wie gesagt empfehle ich ein Ziegencasein. Das würde ich zum Beispiel für eine lange Sättigung verwenden, wenn du zum Beispiel unterwegs bist und da wenig Gelegenheit hast, wirklich gute Lebensmittel zu dir zu kommen, kann so ein Casein wirklich sehr, sehr wertvoll sein. Oder die klassische Verwendung über Nacht, wenn du hier wirklich in einer Aufbauphase bist. Ein Kollagen zum Beispiel ist so eine Basisversorgung. Hier würde ich schauen, dass jeden Tag etwas davon in den Körper reinkommt, um hier einfach den Körper mit den wichtigsten Proteinen zu versorgen, die für Bindegewebsstrukturen, die wir im ganzen Körper haben, ganz, ganz wichtig und relevant sind. Und ein veganes Protein kann entsprechend auch nach dem Sport oder als Zwischenmahlzeit verwendet werden und ist dann da auf jeden Fall eine sinnvolle Alternative zu den Produkten aus tierischen Quellen. Doch warum, wofür solltest du überhaupt Proteinpulver verwenden, ist vielleicht jetzt die Frage. Na, einerseits, wie eingangs schon erwähnt, ist die allgemeine Eiweißversorgung bei vielen Menschen deutlich zu gering. Das kannst du zum Beispiel für dich rausfinden, indem du einfach mal den Eiweißanteil in deinem Blut bestimmen lässt. Das ist ein recht einfacher und günstiger Marker, den du einfach anfordern lassen kannst. Eiweiß im Serum oder einfach nur Eiweiß oder auch Gesamteiweiß sind so die Begriffe für diesen Laborwert. Das einfach mal bestimmen. Hier darfst du gern an der Obergrenze der Laborreferenz sein. Es ist nicht optimal, wenn du irgendwo gerade so in dieser Labornorm drin bist, dann bist du meistens weit weg vom Optimum. Deswegen schau, dass du hier drüber bist, als Wert 77 respektive 7,7, je nach Einheit, ist hier so der Wert, den du anstreben darfst, gerne auch darüber. Und wie gesagt, die meisten Menschen, die ich im Coaching bei mir habe, die sind hier deutlich unterversorgt, sind teilweise hier deutlich unter 7 und das ist schon ein Zeichen, dass allgemein zu wenig Eiweiß vorhanden ist. Gerade wenn du einen erhöhten Bedarf hast, sprich wenn du viel Sport machst und auch wenn du viel Stress hast, was ja auch durch die Hormonproduktion, durch den verstärkten Abbau von verschiedenen Strukturen hier einen erhöhten Bedarf mit sich bringt, ist es wichtig, dass du hier drauf achtest. Auch wenn du zum Beispiel vielen Toxinen ausgesetzt sind, weil das wissen auch viele nicht, Toxine, um aus dem Körper ausgeleitet zu werden, müssen Toxine an Aminosäuren gebunden werden. Deswegen ist hier eine Aminosäureversorgung rund um Entgiftungsprozesse ganz, ganz wichtig. Könnte man jetzt nochmal, glaube ich, 3 Stunden drüber sprechen. Egal, ob du jetzt eine einfache Entgiftungskur in welcher Form auch immer durchführst, ob sinnvoll oder nicht, der Körper braucht zum Binden im Alltag immer Aminosäuren und hast du hier vielleicht eine erhöhte Belastung durch Amalgamfüllung in den Zähnen, durch Umweltgifte, durch wenig Bio-Lebensmittel und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du hier viel arbeiten darfst, dass deine Entgiftungsorgane viel arbeiten dürfen, sehr, sehr hoch und dann hast du einfach einen erhöhten Bedarf an Aminosäuren und brauchst da entsprechend was. Auch für Gewichtsthemen ist es natürlich wichtig, wenn du einfach Kohlenhydrate durch Protein ersetzt. Wie auch vorhin schon mal kurz erwähnt, helfen Proteine, Eiweiße einfach auch beim Sättigungsgefühl, helfen, dass dein Körper hier lange mit den Strukturen entsprechend versorgt ist. Und deswegen ist hier Aminosäuren, sind Eiweiße hier ganz, ganz wichtig. Ja, die letzten Jahre gab es ja einiges rund um das Thema Low Carb und viel Proteine zu sich zu nehmen. Achte ja rund ums Thema Gewichtsmanagement natürlich darauf. Auch wenn du Untergewicht hast, ist es natürlich wichtig, dass du schaust, dass du viele Aminosäuren reinbekommst in den Körper, weil die ja für Strukturen im Körper benötigt werden, auch natürlich für den Aufbau.
auch rund um Regeneration. Das heißt, wenn du nach dem Sport hier einen erhöhten Bedarf hast, wenn du vielleicht auch einen Infekt hinter dir hast, krank bist oder Autoimmunkrankheiten oder sonstige Beschwerden hast, dann machen auch hier Aminosäuren bzw. Eiweiße Sinn. Wie gesagt, entweder über die normale Ernährung oder entsprechend über die genannten Proteinpulverprodukte. Zusammenfassend lässt sich natürlich sagen, das Proteinpulver in entsprechender Qualität, ganz, ganz wichtig, achte auf die Qualität, und das Proteinpulver in der passenden Qualität schon eine sehr sinnvolle und tolle Ergänzung sein können. Je nachdem, wie deine sonstige Ernährungsform aussieht, wie dein Lifestyle, dein Alltag aussieht, kann es eine sinnvolle Sache sein. Ist natürlich kein Must-Have und kein brauchst du unbedingt, wenn du dich wirklich gut mit vielen Eiweißquellen im Alltag versorgen kannst, die möglichst clean sind, dann kannst du da natürlich auch drauf verzichten. Auch ein Magerquark nach dem Training oder ein Hüttenkäse nach dem Training kann hier definitiv auch eine sinnvolle Alternative sein, wenn du hier kein Freund von Proteinpulvern bist. Dennoch sind sie natürlich einfach zu verwenden, einfach auch in Lebensmittel einzubauen. Der genannte Kollagen Kaffee zum Beispiel ist hier ein Beispiel, und deswegen sind es einfach sinnvolle, einfache Dinge. Ist auch nichts, was du jeden Tag haben brauchst. Ja, ich nutze es zum Beispiel auch nur eher an Sporttagen oder wenn ich entsprechend kein Fleisch zu mir nehme, dass ich hier einfach mehr davon nehme und an anderen Tagen vielleicht auch gar nichts. Das ist ja nichts, was in Stein gemeißelt sein muss, wie du die verwendest. Und ich sage schon mal vielen Dank, dass du jetzt bis zum Ende dabei warst. Lass unbedingt einen Daumen da. Wenn du Fragen hast, gerne natürlich unten in die Kommentare damit. Du findest auch unter dem Video verlinkt meine persönlichen Empfehlungen für die jeweiligen Proteinpulver, Aminosäuren. Und schau da gerne rein. Das sind alles clean Produkte, die ich selbst verwende. Vielleicht ist was für dich dabei. Probier es gerne aus. Und wenn du größere Beschwerden hast mit deiner Gesundheit, lass uns gerne auch mal telefonieren. Auch dazu findest du einen Link zu meinem Kalender unter dem Video. Und dann freue ich mich, dich persönlich kennenzulernen, und wir bleiben in Kontakt. Bis bald.